Die Freiheitlichen sind aufgestiegen mit einem sensationellen Wahlergebnis, wofür wir allen Wählerinnen und Wählern herzlich danken. 1999, Nationalratswahlen in Österreich. In Wien kommt es zu einem überraschenden Bündnis zwischen der rechtspopulistischen FPÖ von Jörg Haider und Wolfgang Schüssels Volkspartei. Die neue Regierung ist angelobt. Sorge und Mahnungen wegen der Polarisierung in Österreich überwiegen heute. Bundespräsident Klestil äußert seine Betroffenheit. Kardinal Schönborn ruft zum Gebet für Österreich auf. Heute, 18 Jahre später, stehen die Chancen für eine Neuauflage von Schwarz-Blau gut. Es wird ein tolles Ergebnis für die FPÖ geben. Die Frage ist, wer geht als Erster über die Ziellinie? Und klar ist jetzt schon, weder Sie noch ich werden so stark sein, um mit kleinen Parteien eine gemeinsame Regierung bilden zu können. Es geht bei der Wahl darum, wer wird Erster? Und der Erste wird die Möglichkeit haben, mit dem Zweiten oder mit dem Dritten eine Regierung zu bilden. Wären die Freiheitlichen in der Regierung erfolgreich? Die Vergangenheit zeigt, als Juniorpartner ging die FPÖ in Regierungskoalitionen meist unter. 1983 tritt die FPÖ erstmals in eine Regierungskoalition ein. Fred Zinnowatz wird mit Hilfe der Freiheitlichen zum Bundeskanzler gewählt. Doch die Koalition hält nur 3 Jahre. Als der aus dem deutschnationalen Elternhaus stammende Jörg Haider 1986 Parteiobmann wird, beendet der Zinnowatz-Nachfolger Franitzky die Koalition. In der Opposition gelingt der FPÖ unter Haider ein rasanter Aufstieg. 1999 wird die Partei zweitstärkste Kraft, der Einzug in die Regierung gelingt. Die schwarz-blaue Koalition unter Wolfgang Schüssel sorgt europaweit für Empörung. Bei der Vereidigung im Februar 2000 versammeln sich 5000 Demonstranten auf dem Ballhausplatz. Trotz des massiven Polizeiaufgebots auf dem Ballhausplatz wählt die Regierung heute nie den oberirdischen Weg. Und die Mitglieder der Regierung würden die kurze Strecke auch kaum mit sauberer Kleidung überstehen. Die steinerne Miene des damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil während der Vereidigung bleibt Österreich noch lange in Erinnerung. Im Regierungsalltag entzaubern sich die Freiheitlichen rasch. Sie können nur wenige populistische Forderungen aus dem Wahlkampf umsetzen. Haider hat sich als Anwalt der kleinen Leute inszeniert. Nach der Wahl geht er jedoch zurück nach Kärnten. In der Regierung kann die FPÖ kaum Akzente setzen. Bei der Nationalratswahl 2002 stürzen die Freiheitlichen um knapp 17 Prozentpunkte ab. Trotzdem gehen sie mit der ÖVP nochmals ein Regierungsbündnis ein. Chaos und Personalrochaden prägen die neuerliche Regierungsbeteiligung. Die politische Unerfahrenheit, Personalmangel und letztlich auch zahlreiche Skandale tragen zum Abstieg der FPÖ bei. Seit der Abspaltung Haiders hat sich die FPÖ unter Heinz-Christian Strache jedoch erholt. Umfragen sehen sie zeitweise vor SPÖ und ÖVP. Und was heißt das für eine mögliche neue Regierungsbeteiligung der Blauen? Erlangen sie Regierungsverantwortung, dann haben es die Rechtspopulisten schwer. Obwohl die Regierung unter Schüssel auch Erfolge erzielen konnte, bleibt die Koalition für viele Österreicher in negativer Erinnerung. Aber die FPÖ hat sich nicht nur personell gewandelt. Bei den anderen Parteien haben sich die Berührungsängste mit den Freiheitlichen verringert. In Oberösterreich und im Burgenland sitzt die FPÖ momentan in der Regierung. Zwar hat die FPÖ nach ihrem Hoch während der Flüchtlingskrise seit Juli 2016 laut Umfragen wieder viele Stimmen verloren. Eine neuerliche Regierungsbeteiligung ist aber trotzdem wahrscheinlich.